Doktor, Herr Wünschen. Eine Auskunft, bitte. Ja. Ich recherchiere nämlich über den Rückgang im Fremdenverkehr. Haben Sie gesagt, Rückgang? Ja, na, wissen Sie nichts davon? Na ja, schon vielleicht ein bisschen was in den Zeitungen gelesen, aber sonst nicht. Ja, das ist aber interessant. Also der Rückgang im Fremdenverkehr ist doch eklatant. Bei uns nicht. Nein? Schauen Sie, wir haben den richtigen Dreh gefunden, den Fremdenverkehr wieder zu voller Blüte zu bringen. Sagen Sie, können Sie mir den Dreh verraten? Sind Sie von der Zeitung? Ja. Gott sei Dank, ich habe schon geglaubt, Sie sind von der Konkurrenz. Ich kann Ihnen alles sagen, was Sie wünschen. Ja, bitte, aber ich werde das publizieren. Ich bitte, das wird alles so entstellt sein. Also passen Sie auf, wo sind wir stehen geblieben? Ja, Konjunktur. In der Hochkonjunktur war dieses Hotel ein alpenländisches Museum. Ich habe die Gäste empfangen in der Krochledernen mit dem Gamsporthut. Die Kellnerinnen haben gejodelt und in der Bar haben die Zillertaler getanzt. Jetzt ist das alles anders. Und was ist jetzt? Jetzt ist Lokalkolorit. Das ist ja dasselbe. Aber okay, Sie haben mich nicht verstanden. Das ist etwas ganz anderes. Was, ja, guten Tag. Oh, guten Tag. Guten Tag. Freut mich, dass Sie kommen. Kleines, entzückendes Etablissement. Ja, fällig. Jawohl, mit Aussicht auf den ersten Ringpiez. Wird gemacht. Großes Remi-Demi. Punkt 19 Uhr. Einzug, feierlicher Einzug in den Gesangsverein. Ehrenmitgliedschaft wird verliehen. Lorbeerkranz gegen Spesenvergütung erhältlich. Wacker, wacker. Sagen Sie, euer Landsmann, was hat Sie denn hier jeden verschlagen? 1945, 8. Panzerdivision. Zuerst eingeigelt, dann eingeschlafen. Kopf hoch, mein Lieber, Kopf hoch. Werden Sie schon wieder rausholen. Ja, ja. Tschüss. Hello. Gehen Sie mal ganz kurz die Matratze abhochen. Prima deutsche Qualität. Ja. Was sagen Sie jetzt? Jetzt weiß ich, was Sie unter Lokalkolorit verstehen. Ja, nicht wahr? Ja. Schauen Sie, was will der Gast? Der Gast will sich so wie zu Hause fühlen. Und das bieten wir ihm. Sie sind so ein gütiger Mensch, man sieht ein Gesicht. Signor, wir haben eine Nachtportier, eine Portiera della Casa di Notte. Dieser Mann hat eine Frau, 12 Kinder, alle Kinder frieren in der Nacht. Was jetzt im August? Ah, nicht frieren, also alle haben Hunger, niente mangiare. Ja, dieser Mann hat für Sie, nur für Sie, eine große, grande Occasion. Moment, Occasion. Das ist wunderbar, für Sie. Starte 1000 Schilling für Sie, nur 150 Schilling. 100? 130? No. 120? 120? Lire? Nein, Lire, Schilling. 120 Schilling. Für Sie. Große Occasione. Wunderbar. Grazie. Mille grazie. Wunderbar. Es lebe Italien. Also, ich muss Ihnen sagen, Sie sind wirklich ein Genie. Ja. Oh, God save the Queen! Daisy! Den Tee! Wie spät ist es, bitte? Tea time, Milady. Here comes the tea. Oh, really nice. Schönes Wetter, ist es nicht? Yes, Milady. Yes, Milady. Es regnet so gleichmäßig, ist es nicht? Yes, Milady. Yes, Milady. Schon seit 3 Wochen. Schnurlregen. That's nice. Wird es so bleiben? Yes, Milady. Yes, Milady. Fine. Milady, News. Football News. Wolverhampton gegen Newcastle, 15-3. Oh, wonderful. Ist das nicht? Yes, Milady. Yes, Milady. And sensation. The Pferd from the Prinzessin Anne. Who? Horse. Horse, yeah. The horse from Princessin Anne have a little diarrhea. Diarrhea? Maybe. Christ. Yeah. By the way, your lift boy is a nice boy. No, yeah. This is a lift boy. Goodbye. Yeah. Go sleeping. Goodbye. Bye, God. Yeah. Gibt's die Hefeln hier? Bitte ich nicht, bitte. Nächstes Mal kommen die Türken. Man hört sie nicht. Aber ich muss Ihnen sagen, Sie sind großartig. Naja, studiert ist studiert. Habe die Ehre. Ah! Guten Tag, Herr Nova. Was Sie kennen mich? Natürlich, Sie sind ja aus Wien, nicht? Nur nach Mongole werde ich sein. Ja, also. Sie wünschen? Ja. Sie wünschen?
Also ja, Einzelzimmer hätte ich gern mit Bad. Balkon, südseitig sehr ruhig, ohne Landluft, mit Alpenkühlen, Fernseher, Telefon. Vollpension, 5 Mahlzeiten, 2 Grillen, Bier zu Jausen und dann eine Flasche Gumpolz als Betthupferl. Inländerpreise 75 Schilling, alles inklusive, wissen Sie. Ja, ja, ich weiß eh. Ja. Also bitte, da haben Sie das Mansardenzimmer. Und da haben Sie das Telefonbuch. Drinnen finden Sie alle Telefonnummern, wo Sie ihn beschweren können. Übers Essen bei der Lebensmitteluntersuchungsanstalt, über den Lärm in der Mechanikerwerkstatt unten im Köhler, übers Fernsehen beim Kundendienst, über das Alpenglühen bei der SPÖ und übers Wetter bei unserem Herrn Pfarrer. Sonst was? Ja, Sie sind ganz schön gruschert, Herrn. Passen Sie auf, dass ich Ihnen nicht in eine Schmierbladl reingebe. Die schreien mir jeden Dreck in der sauren guten Zeit, Herr. Nicht daheim und doch zu Hause.